Bon après-midi, Monsieur, Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe mir ein Dictionary gekauft, Larousse Advanced Dictionary, New Edition French, French, English, Anglais, Français, 400.000 Translations. Das ist dieses Wörterbuch. Und in der Mitte gibt es einen Kulturteil, Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française. Der Text ist auf Englisch und auf Französisch und ich lese erst den englischen Text vor und dann den französischen. French as a literary language. For a long time the French Romans of Chivalry, the French romances of chivalry, particularly those of Chrétien de Troyes, 1135 till 1183. The greatest writer of French romans of the Middle Age were read all over Europe in the original French. Naja, ich verstehe es nicht ganz. Ich lese mal den französischen Text vor. Le français, langue littéraire. Longtemps, l'Europe a lu dans leur langue d'origine les romans français de Chevalier, notamment ceux de Chrétien de Troyes. 1135 à 1183. Les plus grands romanciers français du Moyen Âge. So, auf Französisch verstehe ich es. Der französische Text ist sowieso öfter besser als der englische. Was mir sehr gut gefällt an diesem Buch, und ich kann da immer nur wieder darauf hinweisen, es gibt Abbildungen von Originalquellen. Das sind Texte oder Bilder, meistens Bilder. Dazu gibt es auch eine englische und französische Erklärung. Illustration vom Parsival, a romance of chivalry by Chrétien de Troyes. Illustration de Parsival, roman de chevalier de Chrétien de Troyes. Und hier hat man zu einer Geschichte eine Abbildung. Und die zeige ich noch in die Kamera und dann bin ich damit auch schon wieder durch. Hier ist die Abbildung, zeig sie. So, den englischen Text verstehe ich immer noch nicht. Den französischen habe ich verstanden. Naja, es geht weiter mit Latin, the language of the university, le latin, langue universitaire. Tschüss.